Ich habe mich extrem gefreut, dass ich überhaupt die Chance haben darf, an so einem einmaligen Erlebnis teilzunehmen. Die Möglichkeit habe, so viel zu lernen, wie ich es gerade getan habe, weil für mich war die Woche unfassbar lehrreich. Es war ein Hammer, vor Ort zu sein, bei den Communities, einfach diese ganze Energie aufzufangen. Ich glaube, das ist gerade für uns in Deutschland was absolut anderes. Ich glaube, wir halten Emotionen noch sehr viel nach innen und es war unfassbar schön, diese Freude von den Menschen vor Ort mitzunehmen. Ich hatte Angst davor, dass es mich schon teilweise sehr mitnimmt. Also man kann das ja nicht ausblenden. Man sieht da einfach Zustände und Situationen, die für uns in Deutschland gar nicht zur Debatte stehen und nicht real sind. Und in so eine ganz andere Realität einzutauchen, macht schon was mit einem. Ich finde, wenn man sich mit den Menschen vor Ort unterhält, empfindet man super viel Respekt und Bewunderung für das, was sie dort schaffen, mit Gegebenheiten, die für uns einfach nicht vorstellbar sind. Was die Menschen auf sich bringen, um überhaupt an so eine Wasserquelle zu gelangen, dann wie viel Wasser geschleppt wird, wirklich vom kleinsten Kind gefühlt schon, fängt das ja an, bis zu der Mutter eben, die ihr Kind auf dem Rücken trägt, mit 20 Liter Wasser auf dem Kopf. Ja, was mich am meisten berührt hat, war wahrscheinlich der Moment während des Flushings, als das Wasser dann kam, alle so gestrahlt haben, die Kinder voller Freude in den Wasserstrahl gerannt sind, uns dann eben gedankt wurde und die Gemeinde wirklich so unfassbar herzlich war, da hatte ich sehr viel Tränen in den Augen. Ich glaube, die Menschen hier haben noch sehr stark den Sinn dafür, worauf es im Leben ankommt. Wir als Personen aus einer sehr privilegierten Perspektive tragen die Verantwortung dafür, was zurückzugeben, weil es einfach unfair ist, dass andere Menschen um sowas so stark kämpfen müssen, was für uns so banal ist und eigentlich für jeden da sein sollte. Also bei der ersten Gemeinde wurde uns eben der Brunnen direkt bei der Schule gezeigt und wir haben dann, ich glaube, 15 Minuten daran gepumpt, bis dann irgendwie mal der erste Schluck Wasser hochgekommen ist. Und als man dann das Resultat gesehen hat, war das eigentlich sehr ernüchternd, weil das Wasser halt einfach ersichtlich schmutzig war. Also es war nicht sauber und sicherlich auch nicht sicher. Die Frauen aus der Gemeinde sind sehr strahlend mit den Kanistern losgezogen und wir sind dann mitgelaufen. Ich persönlich hatte keinen Kanister. Sind das Stück bis zu der Wasserstelle gelaufen, was schon ein langes Stück war. Also eigentlich so gefühlt so eine kleine Wanderung dahin gemacht. Dort hat man dann den Kanister mit Wasser befüllt und nachdem da 20 Liter drin waren, war der unfassbar schwer. Ich habe den einmal kurz hochgehoben und habe schon gemerkt, ich weiß nicht, ob ich das ehrlich gesagt länger als 5 Minuten schaffen könnte. Und aufgrund der Hitze habe ich tatsächlich sogar auf dem Rückweg dann auch abgebrochen, weil das für meinen Kreislauf zu viel war. Für die Frauen ist das Alltag und die kämpfen sich da jeden Tag mehrfach durch. Ich war sehr überrascht tatsächlich, wie komplex die Sanitäranlagen waren. Also gerade in Bezug auf die Frauen und die Einrichtung dort fand ich das sehr beeindruckend und unfassbar durchdacht und sehr, sehr schön, weil das, glaube ich, dazu beiträgt, dass sich die Frauen dort deutlich wohler fühlen können und auch so einen kleinen Safe Place haben. Ich will unbedingt mit nach Deutschland zurücknehmen. Diese herzliche Art, mit der wir empfangen wurden und diese Wertschätzung für die kleinen Dinge und auch einfach Emotionen stärker nach außen hin teilt und Menschen wissen lässt, dass man gerne in deren Umgebung ist und sich freut, andere zu sehen. Ich glaube, wir zeigen das oftmals nicht so, auch wenn wir das so empfinden. Es wird hoffentlich seine Früchte tragen. Ich werde sehr viel mitnehmen, wenn ich dann nach Hause gehe. Ja, ich hoffe, dass sehr viele Menschen auch noch davon erfahren. Ja, das vielleicht dazu animiert, auch was verändern zu wollen.